Und jetzt sind wir bei Donald in der Gletscherspalte in Sölden. Vorhin hat er sich ja noch ein bisschen geziert da an seinem Seil. Aber eigentlich müsste er jetzt mal runtersteigen, oder? Der war schon unten. Das war unten. Nein, nein, das war oben. Nee, nee, das war schon zum Teil ganz tief. Und dann ging es noch mal tiefer. Aber es war nicht eng. Ich sag besser nichts. Donald, bitte. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Weiland. Also hier ist es jetzt schon ganz schön eng, Anna. Und schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Und während Sie jetzt zu Hause wahrscheinlich gemütlich noch am Kaffeetisch sitzen, hänge ich ganz schön in den Seilen. Ich kann nur sagen, zum Glück, denn sonst würde ich ja hier noch ganz schön weit nach unten runterrutschen können. Ich bin hier im Rettenbach-Gletscher. Und das ist wirklich Deutschland-Premiere, wenn nicht sogar Weltpremiere. Wir senden wirklich live aus diesem Gletscher unseren Wetterbericht. Und Sie sehen vielleicht auch so ein paar Schneeflocken vor der Kamera herunterrieseln. Und wir gucken uns gleich mal die Wetterlage an. Es gibt nämlich eine Kaltfront und die liegt immer noch über den Süden Deutschlands. Sie wird sich allerdings langsam nach Süden vorwärts arbeiten. Aber wie Sie sehen, auch hier in Österreich, in Sölden, schneit es schon so ein bisschen. Und das Hochdruckgebiet über der Nordsee kommt hinterher. Und das bedeutet, ab morgen wird es dann wieder überall deutlich schöner. Auch hier im Alpengebiet wieder dann fantastische Fernsicht und relativ mildes Wetter. Gucken wir auf Deutschland für heute. Wie wird es dort sein? Es gibt natürlich im Bereich der Kaltfront dann im Süden heute noch längere Zeit Regen. Der wird sich allerdings immer weiter in Richtung Alpen zurückziehen. Dort, wo es jetzt noch wolkig ist, wird es von Norden her aufheitern. Ansonsten ist es im Norden und im Osten schon sehr schön, sehr sonnig, wenn es keine Nebelfelder dort aktuell gibt. Und auch ganz schön kalt ist es dort geworden, wo es sternklar war. Am Hamburger Stadtrand beispielsweise Quickborn nur 1 Grad, leichter Bodenfrost. Und heute im Tagesverlauf, wie gesagt, von Norden her immer schöner. Temperaturen dann in der kühleren Luft, die von Norden her einsickert, trotz des Sonnenscheins. Meist nur so 11 bis maximal 16 Grad. Die höheren Werte gibt es entlang des Rheins. Der Wind kommt aus nördlichen Richtungen, ist zumeist mit Stärke 2 bis 3 unterwegs, an der Ostsee auch schon mal mit Stärke 4. Der Trend für die nächsten Tage ist relativ schnell erklärt. Einfach nur sonnig mit Nebelfeldern, zuerst im Norden und im Osten Deutschlands. Erstmal mäßig warm tagsüber, nachts Frostgefahr. Also wirklich ganz verbreitet Bodenfrost und auch Luftfrost von minus 2, minus 3 Grad durchaus vorstellbar. Es wird aber in Richtung Montag ein bisschen milder und dann kommen auch an der Nordsee die ersten Regenwolken an. Also dann droht der Wetterumschwung zum Dienstag, Mittwoch nächster Woche. So, warum bin ich eigentlich hier? Es gibt den Wettergipfel.